Ein Drittmittelprojekt bringt Renommee, Forschungsmöglichkeiten und Karrieremöglichkeiten, weil wir in der Regel Qualifikationsstellen mit Drittmittelprojekten verbinden. Aber für die Universität verursacht ein Drittmittelprojekt mehr Kosten, als es bringt. Warum? Weil wir die Infrastruktur nicht komplett finanziert kriegen. Ein Drittmittelprojekt bringt im Bereich der BFE beispielsweise 20% sogenannte Overhead- oder Programmpauschalen zu uns. Dieses Geld wird aber gebraucht, um die Bedingungen zu finanzieren, um dieses Projekt laufen zu lassen. Das ist schon schlimm genug mit diesen sogenannten KW-Vermerken, weil die verwechselt werden mit einer Geringschätzung der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, die da diesen Vermerk haben. Das ist ja nicht der Fall. Ein KW-Vermerk ist immer etwas Strukturbezogenes, wo man sagen, wir können uns diesen hochwertgeschätzten Lehrstuhl, weil der im Moment perfekt besetzt ist, in 15 Jahren aller Voraussicht nach nicht mehr leisten. Da, so ist ein KW-Vermerk zu werden und nicht, naja, den brauchen wir nicht mehr, der hat ja bislang nicht getan. Und zu dem Thema, dass das Papier, auf dem Fett vertraulich stand, in die Medien ging. Wenn Sie den Saarland garantieren wollen, dass was in die Medien geht, dann schreiben Sie vertraulich drauf. Ja, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Orga-TV-Sendung. Traditionsgemäß ist das die sogenannte Weihnachtssendung. Mhm. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wir treffen uns wieder mal hier. Ja, schön. Für alle, die es nicht wissen, die Weihnachtssendung hat ein historisches Format. Seit Bestehen von Orga-TV ist immer die letzte Sitzung von Orga-TV den zwei Dienstältesten vorbehalten. Das sind in dem wir. Fall wir, ja. Ja, wobei, wenn das, was hier jetzt mit der Universität langsam Wahrheit wird, vielleicht das Ganze irgendwann in eine ganz andere Richtung lenken wird. Ja, vermutlich. Das war schon eine interessante Diskussion. Für alle, die sich wundern, warum ich heute ein bisschen müde reingucke, die Studenten haben, was ich ganz toll finde, eine 24-Stunden-Vorlesung gemacht. Das heißt, das ging jetzt von gestern 8 Uhr bis heute 8 Uhr durch. Einige werden es ja vermutlich im Internet gesehen haben, im Livestream. Die anderen, die es nicht gesehen haben, wir werden noch ein paar Ausschnitte daraus zeigen. Wir haben auch schon einige Ausschnitte gezeigt. Etwas, was gestern gelaufen ist. Da war unter anderem der Universitätspräsident dran und hat einige hochinteressante Aussagen gebracht, die wir jetzt noch mal gesehen haben. Sie haben es ja im Livestream gesehen. Genau. Ich war ja drin in der Veranstaltung. Das war schon interessant. Also was ich schon bemerkenswert fand, war seine Äußerung, warum die vertraulichen Unterlagen jetzt tatsächlich überall da sind und nicht vertraulich sind. Das geht so im Saarland. Das geht so im Saarland. Wenn man möchte, dass das unbedingt bekannt gibt, schreibt man vertraulich drauf und dann erscheint es in der Saarbrücker Zeitung. Genau. Also so gesehen, es war also offenbar gezielt, es war gar nicht intendiert vertraulich, es war eigentlich Öffentlichkeit an alle. Schon interessant. Ich frage mich nur, woran ich dann das wirkliche vertraulich von dem nicht wirklichen vertraulich je unterscheiden kann. Kaum. Das Zweite, was interessant war, war die Idee, was eigentlich ein KW-Vermerk bedeutet. Habe ich auch nicht gewusst vorher. Ich dachte immer, kann wegfallen. Jetzt habe ich aber gestern gelernt, es bedeutet, passt strukturell nicht mehr in die Landschaft. Ja, ist auch eine Aussage. Ist eine klare Aussage. Und eine dritte Aussage, die ich auch bemerkenswert fand, und da waren noch mehr drinnen. Also die haben alle auf Band, das werden wir sukzessive im nächsten Jahr noch liefern. Die dritte Aussage, die ganz spannend war, war die Idee, was eigentlich Drittmittel bedeuten. Und wir hatten ja immer schon ein bisschen Bedenken mit dieser Drittmittelgeschichte aus leidiger Erfahrung. Bringt eigentlich weniger, als dass es letztlich als Aufwand kostet. Macht nicht nur Spaß, ja. Macht nicht nur Spaß. Und seit gestern wissen wir, dass es ja nicht nur nicht Spaß macht, sondern dass die Erträge aus den Drittmitteln geringer sind als die Kosten. Jetzt würde man als ganz konservativer Betriebswirt fragen, warum mache ich denn das eigentlich? Richtig, ja. Haben Sie eine Antwort drauf? Als konservative Betriebswirtin? Nee, nicht wirklich. Also es macht wenig Sinn, wenn sogar der Unipräsident sagt, dass es uns mehr Kosten verursacht, dass es was bringt. Kann man eigentlich nicht nachvollziehen, warum. Ja. Gut, das wird dranbleiben. Vielleicht haben einige meinen Beitrag zu der 24-Stunden-Vorlesung heute früh um 7 Uhr gehört. Ich bezweifle das. Also so früh steht kein Mensch auf. Deswegen gerade Studenten. Deswegen brauche ich auch Kaffee in meiner Sendung heute. Aber Kompliment an die Studenten. Da waren welche da. Da waren sogar recht viele da. Und im Livestream gehe ich davon aus, dass der Rest der Republik genau, mit Sicherheit zugehört hat. Ja.
Gut, Frau Dr. Becker, was wollen wir heute alles besprechen? Oh, wir haben eine große Agenda. Insofern könnten wir uns jetzt überlegen, ob wir vielleicht mit unseren Büchern starten. Richtig, wir starten mit Büchern. Ein Lehrstuhl, ein traditioneller Lehrstuhl, hat eine Hauptfunktion. Und wir gucken mal, ob wir die Kamera dazu kriegen, dass sie das erste Bild einspielen. Wenn wir da mal höflich drum bitten. Ja, wir schaffen das. Ups, das war eins zu weit. So, wir haben ein schönes neues Buch gemacht. Das ist nicht, also neu ist es nicht ganz. Wir haben eine neue Auflage produziert. Immerhin recht schnell eine neue Auflage verlangt. Man sieht, ein neuerer Rechner ist oben auf dem Titelbild drauf. Richtig. Daran sieht man das. Ist aber noch genauso bunt und ist sogar noch ein bisschen bunter geworden. Und ist ein bisschen dünner geworden. Ja, es ist dünner geworden. So gesehen ist das jetzt studentenfreundlicher. Ja. Das heißt, die Studenten können jetzt durchaus erkennen, dass in dem Buch gar nicht so viel drinsteht. Richtig, nicht mehr so viel zu lernen. Man kann jetzt objektiv sagen, die Seitenzahl ist geringer geworden, die Zahl der bedruckten Seiten ist gleich geblieben. Aber die Querinformationen wollen wir nicht geben, es sind halt nur leere Seiten weggefallen. Vom Text haben wir nichts gestrichen, eher noch was reingepackt. Jetzt sind wir noch dran, die iPhone-Applikation zu machen. Das wird noch eine ganz spannende Geschichte werden. Die gibt es ja schon in bestimmten Zügen, aber bis die fertig ist, nach Weihnachten sollte es eigentlich soweit sein. Dann stellen wir das mal hier schön hin, so wie in den Talkshows im Sinne von... Abgehakt. Im Sinne von nicht abgehakt. Nicht vergessen. Das ist Product Placement. Gute Idee. Ja. Was hatten wir noch dieses Jahr? Ja, wir hatten unsere Generation Z. Richtig. Ganz spannendes Thema. Das ist zurzeit, wenn ich mal jetzt die Bücher hochhalten darf, das Thema, mit dem wir uns wirklich am meisten beschäftigen. Generation Z, das ist ein ganz kleines Büchlein, hat gar nicht so viele Seiten, okay, ohne große Übersichten, ohne große Tabellen, beschreibt im Wesentlichen... Tja, das Leben der Emily. Das Leben der Emily, ja. Es gibt eine Protagonistin hier drinnen, das ist die Emily. Und die Emily erlebt halt so viele Dinge und beschreibt so ihren Tagesablauf. Zwischendrin gibt es auch Wissenschaft, aber im Prinzip ist die Emily unsere Protagonistin, die so richtig erzählt, wie sie sich die Welt macht. Die Welt, die Arbeitswelt. Ja. Ist also im Prinzip so eine Pippi Langstrumpf-Idee, die tatsächlich dann erzählt, ich baue meine Welt, wie ich möchte. Und das ist jetzt nicht mehr so ganz Jux. Wir wissen inzwischen, dass die Generation Z durchaus in zunehmend mehr Unternehmen schon lokalisiert ist. Richtig. Eigentlich hatten wir erst erwartet, Jahrgang ab 1995, aber inzwischen wissen wir, da haben wir aber nicht die richtigen Masken auf, dass das Ganze auch was mit Zombie zu tun hat. Ja, richtig, ne? Dass auch andere Generationen mutieren bzw. dieses Muster adaptieren. Ja, so gesehen ist das eine Zombie-Kultur. Ja? Es werden andere auch angesteckt. Das heißt, es gibt auch ältere Zettler. Wir wollen uns ja auch langsam anstecken lassen. Ja, es gibt einige gute Ideen. Bei der ganzen also es gibt Geschichte. Geregelter Dienstschluss, geregelte Struktur, Wochenende nicht mehr arbeiten. Cool. Ich frage mich nur, was dann die Studenten der Generation Z sagen, wenn wir am Wochenende wirklich mal nicht mehr arbeiten. Keine E-Mails beantworten. Keine E-Mails beantworten. Keine Notfälle betreuen. Keine Klausuren korrigieren. Ja. Was dann funktioniert. Und wenn wir Generation Z entsprechend die Seminarplätze reduzieren, wenn man bedenkt, wie viele Abschlussarbeiten wir korrigieren. Ja, wir hatten ganz schön viele 2014. Ja, wir haben eine Statistik gehabt, dass das, was drei Lehrstühle zusammen erzendet, Frau Köppe-Klein und wir, das geht in die zigtausende, was wir an Prüfungsleistungen korrigieren. Im Vergleich zu anderen. Im Vergleich zu anderen. Aber wir wollen ja jetzt nicht über die Sparideen unseres Präsidenten sprechen. Nein, tun wir nicht. Wir machen das ja gerne. Soll er sparen, wo er will, und wir machen es erstmal so weiter. Genau. Klicken wir mal zum nächsten Bild. Ja, wir haben noch ein zweites, ne, vom Weihnachtskaktus. Ein zweites Bild, mal ins Weitergehen. Zweites Bild ist die Idee, kriegen wir das zweite Bild vielleicht auch noch? Ich habe geklickt. Können wir das mal lösen? Ich habe geklickt, da jetzt kommt's. Jetzt kommt das. Es gibt die Logik, dass die Generation Z gerne auf ihrem Schreibtisch ein... Kaktus hat. Ein Kaktus haben möchte. Ja, einen eigenen. Und wir haben auf unserem Schreibtisch ein Kaktus und ein Buch. Jawohl. Das Schöne ist, dass an der Generation Z relativ viele Leute Interesse haben. Ja. Das heißt, es gibt dann schon ein, zwei Leute, die auch mal Vorträge hier anfragen. Und wenn Sie mal ins Weiterklicken, das ist der Vortrag, der mir, alle anderen waren auch schön, aber der nächste Vortrag bei mir ist jetzt schon da. Ich habe schon geklickt. Ja, jetzt kriegen wir das. Ja, das dauert ein bisschen mit dem Sender. Jetzt wissen wir, dass wir in diese Richtung drücken. Ja,
Das war aus meiner Sicht der schönste Vortrag. Nicht, weil ich den schön gehalten habe. Ja, das ist da waren Sie in Berlin. Das war in Berlin. Das ist das Haus der Commerzbank direkt neben dem Brandenburger Tor. Schön. Und in so einer Location darüber zu sprechen, das hat wirklich Spaß gemacht. Das kann ich mir vorstellen. Und diese ganze Generation Z-Idee, die wird uns im nächsten Jahr doch noch ziemlich beschäftigen. Da wird vieles passieren. Was haben wir? Wir haben Seminararbeiten, die sich damit beschäftigen. Abschlussarbeiten, Seminararbeiten. Bachelor, Master und hatten jetzt schon die HR Communication in dem Bereich. Genau, die Eichhörnchenpunkte. Genau, jetzt haben wir die Eichhörnchenpunkte. Also wir werden bald ein Ranking veröffentlichen, wo drin steht, welche Unternehmen eigentlich Generation Z-kompatibel sind. Ja, wird spannend. Soweit zur Generation Z. Ein drittes Buch ist noch gekommen. Jawohl. Das dritte Buch heißt Beyond Sustainability. Da ist und, es schon. Ist ein Buch, das ich mit der Centis zusammen rausgegeben habe und zeigt, dass wir uns im Europa-Institut sehr intensiv mit dem Thema der Nachhaltigkeit beschäftigen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Richtig, was wir schon seit vielen Jahren machen. Genau, was wir seit sehr vielen Jahren machen, was auch ein Thema ist, das zunehmend wichtig wird. Und ich bin froh, dass wir das wirklich, Sie sagen es richtig, seit vielen Jahren machen. Jetzt springen viele drauf auf. Richtig. Aber wir konnten da recht schöne Beiträge von unseren Dozenten sammeln, die sich wirklich damit auseinandersetzen, wie ist es auch langfristig in das Unternehmen zu verankern. Was kann man generell im Unternehmen damit machen? Und das ist auch die schöne Geschichte an dem Buch. Richtig. Nee, das war eigentlich ein produktives Jahr, was die Bücher betrifft. Also Bücher waren mal produktiv. Wo waren wir nicht produktiv? Wir waren nur produktiv. Wir waren unglaublich viel unterwegs. Wir waren viel unterwegs. Das können wir eigentlich gar nicht sagen. Nee, dürfen wir gar nicht. Dürfen wir gar nicht sagen. Haben Sie einen Spickzettel da, wo wir alles waren? Oder kriegen wir es auswendig hin? Ja, vielleicht. Ich habe einen Spickzettel da auf dem Boden, aber vielleicht kriegen wir es auswendig hin. Wir haben ja auch ein paar Bilder dazu mitgebracht. Okay, gehen wir mal ein bisschen in die Reisen. Ja, also wir sind gestartet im Januar nach Guatemala. Wir gucken mal, ob wir dazu ein Bild kriegen. Ja, oh, das ist schon eins weiter. Ist schon eins egal. Weiter, ist egal. Der schöne Tag, war es noch ein Kakadu vorher, ist aber egal. Ja. Das ist in, wie heißt der Ort? Antigua. Antigua, ein wunderschöner Ort. Also ganz das, alter das Ort. Das sieht nicht alles so aus, wie diese Ruine dort aussieht. Also nee. Im Regelfall sieht das schön aus. Ja. Wir sind da, also das war der Ort, wo wir wunderschönen Ausflug gemacht haben. Ja. Wo wir dann auch sehr viele Eulen gesehen ja, haben. Ja, ich guck mal, ob wir es kriegen. Symbol. Okay. Ja, also, da kommen die Eulen schon. Ja. Also wir haben auch die Eulen, wir haben hier eine Eule auch mitgebracht. Genau. Aus Antigua, das ist das Symbol. Ja, auch weil es die Uni ne, als Logo hat, haben wir gedacht, Eulen. Die Uni hat es als Logo. Wir wurden auf der ganzen Stadt permanent immer an die Uni erinnert. Ja, überall. Was uns natürlich gefreut hat. Ja, klar. Also, natürlich. Wir sind ja überzeugt. Ja. Zwischendrin haben wir auch, das haben wir aber dann nicht mehr so ganz krass gemacht, eines der vielen Fotos wir beim Essen gemacht. Ach, haben wir ganz selten gemacht. Wir haben das jetzt nicht genommen, aber wir haben eine ganze Serie von Bildern aus dem ganzen Jahr wir beim Essen. Da kommen noch welche. Sind noch welche drin? Ja, ja. Wir beim Essen. Also das ist gut. Also wir beim Essen. Was haben wir noch? Vielleicht sollten wir, bevor wir auch das nächste Bild nochmal bringen, ja. Nochmal kurz darauf hinweisen, warum wir eigentlich dahin gefahren sind. Wir sind nicht wegen Eulen gefahren. Nein, und auch nicht nur aus Tourismusgründen. Auch, aber nicht nur. Genau. Ja, was haben wir gemacht? Wir sind dorthin gefahren und haben interessanterweise ein Programm, wo es darum geht, auch wirklich mal zu diskutieren, wie können moderne wissenschaftliche Ansätze in Universitäten eingeführt werden. Richtig. Das war dort der Ansatz. Richtig, ein bisschen Personalmanagement. Genau, also gelehrt. Im Prinzip das, was wir hier machen, übertragen auf Universitäten, mit einer ganz lieben Gruppe dort. Ja. Also das waren ganz liebe Leute, die wir auch hoffentlich im nächsten Jahr wiedersehen werden. Wir haben ein zwei Stufenprogramm gehabt. Das eine hatten wir in Guatemala. Richtig. Das andere später in Costa Rica. Richtig, genau. Das waren die zwei Stufen. Wir haben noch ein Eulenbild. Wir drücken mal weiter. Und haben in der Situation dann wirklich auch gesehen, gut, das mit den Bildern funktioniert noch nicht so ganz, aber das ist jetzt auch egal. Wir machen jetzt mal ohne Bilder weiter. Wenn keins kommt, ist es jetzt auch egal. Die bräuchten nur auf die Space-Taste drücken, dann würde es auch gehen, aber ist ja auch egal. Dann lassen wir die Bilder jetzt mal weg, machen ohne Bilder weiter. Ja, das Wichtige war, dass wir mit denen gearbeitet haben. Und zwar wirklich die Idee, wie sieht eine moderne Universität aus? Richtig. Was kann man an Managementtechniken machen? Was kann man an Versuchen machen, wirklich Universitäten zu optimieren? Spaßhafterweise haben wir gesagt, eigentlich müssten wir auch mal ein paar andere Leute einladen, aber das tun wir dann doch nicht. Nee. Das war eine Woche dort unten, harte Arbeit, aber auch viel gesehen. Auch viel Spaß gemacht. Viel Spaß gemacht. Ja, und ich glaube, den Leuten hat es auch wirklich viel gebracht und die haben viel mitgenommen. Ja, das war im Prinzip unsere Reise 1. Reise 2 war... Wir gucken mal weiter. Ich drücke mal nochmal. Ich bin mal zuversichtlich, dass es geht.
ja, jetzt blicken wir mal weiter, bis wir letztlich bei der großen Europa-Institutsfahne angekommen sind. Ja. Ja, dann war unsere zweite Reise Brasilien. Richtig. Da waren wir in São Paulo, richtig. Kurz vor der Fußball-WM, ja, haben intensiv über die Fußball-WM diskutiert. Ja, richtig. Ja. Aber nicht nur. Und haben dort eine Reihe von Firmen besucht. Wir waren bei Embraer, bei der Flugzeugfirma. Mhm. Dann waren wir bei einer Kaffeekooperative. Kaffeekooperative, haben geguckt, wo also kooperativer Kaffee kooperativ gepflückt und so weiter. Ganz genau, wie Kaffee verarbeitet wird, war auch total spannend. Ja. Und waren, wie gesagt, mit unseren MBA-Studenten dann dort und haben uns da dann ein paar Sachen angucken können. Genau. Das war im Prinzip Brasilien. Und nach Brasilien sind wir dann weitergefahren Nach Kolumbien. Cartagena. Und dann kam langsam Cartagena dran. Ja. Cartagena war eine Veranstaltung, wo wir uns mit den Dekanen wieder getroffen haben. Richtig, die wir auch schon mal ein Jahr vorher hatten. Genau. Und ich weiß nicht, ob wir den Film von Cartagena dort haben. Wollen wir mal gucken, ob wir einen haben? Dann würden wir uns den jetzt mal angucken. Jawohl. Motivation. I have to talk with the boss. Good morning. Sorry, academic, the bus is not here right now. Come later, please. Oh, come on. Come later. I should talk. Come later, please. Boss, I have been working since last 15 years, making the same activities, and I have the same salary. What's wrong with you, Professor? Oh, let's think about it. Otherwise, I'm leaving. Good morning. Sorry, researcher. The boss is on a meeting right now. Excuse me. Hello, boss. Hello, Professor. I am working on this incredible project, which will be excellent for our unit. The colleagues that I am working with are from Alicante, Spain. And we will have a meeting in Saarbrücken, Germany, next month. Could you pay my ticket and my travel expenses? I think please? It's great for you, Professor, but we don't have money. Okay, that's why we are stuck here in the dark side. Good morning. The boss needs you at his office. Could you come, please, right now? Thank you. Hello, boss. Have you called me? Yes, I did. What can I do for you? I'm still waiting for the report you were supposed to give me yesterday. Oh, but boss, let me check. Oh, I'll send it to you 2 days ago. But I don't see it on my desk. Do you see it? Okay, well, I'll send it to you through a Dropbox link. Drop what? That you drop it where? Hey, boss, you're training! Yeah, it's good for hair, you know? Well, yeah. Talking about training, yeah. You know, I'm planning off applying to a training course. Yes, it's good for you. Yeah. What's this training about? Well, first of all, is to do my job better. And then to bring happiness to the working environment. To bring happiness to our company? Yes. Well, we are already happy. Oh, boring boss. Hamilton, can someone drink, please? Yes, sir. Thank you very much. Well, my friend, thank you. How are you doing? Fine. And how are you? I'm so, man. Please. What's happening with you? What's the problem? I have so many troubles back in my job because all this stuff about human capital is driving me crazy. So, human capital? Yeah, human What's capital. What's
Haven't you heard about this? No, never. Well, it's a fashion word to refer to the people that work with you. Okay. And you know, all these people are always complaining because they are always asking for more money. They want to go abroad. They want to run new projects. All this money. Everything they ask for is money, man. Man, you look like my wife. You're right, man. Sorry, guys. But I'm listening to talking to you about what? Human capital, my friend. Human capital? Yes. Tengo la solución, marica. This is a very good formula. You can try it. It's best for your job. You can make it. Try it, please. It's very good for your friends, for your job, and everybody will win. Try it. Ja, das war unser schönes Video. Ja, klasse. Vielleicht noch als Erklärung dazu für alle, die nicht dabei waren. Die Pointe ist, dass das alle Dekane sind. Und wir haben dort in dem Kurs uns mit Humankapitalmanagement beschäftigt. Und die sind gerade dabei, die Humankapitalwerte ihrer Fakultäten zu berechnen. Mhm. Und als das Ganze sehr theoretisch war, haben wir dann gesagt, jetzt sollen die einen Film drüber drehen. Und das ist das Produkt von 3 Stunden Arbeit. Und für 3 Stunden Arbeit haben die ein ganz schön inklusive Drehbuch schreiben. Ja, so sind die. Das haben die innerhalb von 3 Stunden hatten die das gemacht. Da war auch ein preisgekrönter Regisseur dabei und so weiter. Also die haben auch Leute gehabt, die wussten, wie die Kamera funktioniert. Das einzig Schwierige war, sie hatten niemanden, der das schneiden konnte. Dann durfte ich das auf meinem Apple schneiden. Und 10 Leute standen um mich herum und haben mir alle erklärt, was ich gleichzeitig tun soll. Am Schluss war ich geredet, aber die fanden das alle witzig. Ja, und es ist ein schönes Produkt rausgekommen. Schönes Produkt rausgekommen, also das ist gut. Und das sollten wir vielleicht unseren Studenten auch mal zeigen. Ja. Weil da sind relativ viele Dinge drin, die alle was mit extrem viel mit Humankapital zu tun haben. Richtig. Motivation, Weiterbildung, waren schöne Punkte drin. Die ganzen Komponenten haben sie drin gehabt. Ja. Bis hin zum Schluss das Bewertungsformular. Genau. Also das war alles in der Form wirklich drin, haben die gut gemacht. Ja. Und jetzt sind die im Übrigen auch dabei und berechnen tatsächlich ihre Humankapitalwerte. Mhm, sind wir mal gespannt. Und da müssen wir einfach mal nachfassen, mal gucken, wie weit die gekommen sind. Richtig, ja, stimmt. Ja, das müssen wir eigentlich als nächstes machen. Haben wir schon den ersten Punkt für 2015. Genau, damit wir endlich was zu tun haben. Genau. Nächsten Jahr. Das ist genau der Punkt, sonst wird das relativ langweilig nächsten Jahr. So, das war jetzt so Anfang, Mitte des Jahres. Die nächste Station war? Philadelphia. Philadelphia. Jetzt müsste eigentlich das Foto kommen mit dem Lobster. Kommt das Foto mit dem Lobster? Ist egal. Ich drücke mal. Okay, also wir wollen das Foto mit dem Lobster kriegen, auf jeden Fall. Wenn wir es kriegen, ist es schön. Wir warten mal, wir können ja schon weiter plaudern. Okay, also Philadelphia. Philadelphia war gut, wir haben einen Vortrag gemacht, eine schöne Präsentation. Richtig. Und es gibt ein Ritual bei uns am Institut, dass immer, wenn wir in Amerika eine schöne Präsentation machen, wir nachher Lobster essen gehen. Wobei wir nach jeder Präsentation Lobster essen gehen. Ja, okay, wir machen es jedes Mal. Okay, Lobster gibt es immer. Woraus ich jetzt schließen kann, es sind eigentlich alle Präsentationen immer gut. Meistens. Wir finden zumindest am Schluss. Ja. Wir sind so froh, dass wir es gemacht haben. Dann, genau. Ja. Und diesmal haben wir uns als Lobsterplatz eine große Markthalle ausgesucht. Ja, und durften uns sogar den Lobster selbst im Wasser aussuchen. Gut, Sie das darf man eigentlich nicht sagen. Sie wissen ja, was ich habe ihn ja nicht ausgesucht. Ich weiß, ich habe meinen ausgesucht. Ich glaube, der Volker hat ihn für mich ausgesucht. Ich bringe das nicht über Herz, also wirklich auf einen Lobster zu zeigen. Aber man sieht in dem Foto recht gut, wie groß diese Lobster eigentlich sind. Ja. Das sind durchaus nicht ganz kleine Teilchen gewesen. Nee. Also so gesehen war das eine gute Geschichte. Da ist John, den hat man links vorne gesehen. Ja. Ansonsten ist das unser Erfolgsteam für amerikanische Konferenzen. Genau. Fast in ähnlicher Besetzung waren wir kurz drauf noch in Pamplona. Ja. Das war dann im September. Ja, ein kleineres Team. Ja. Etwas kleineres Team, das war September, das war das nächste. Genau. Da haben wir, also das ist quasi das offizielle Foto, das ist Stierkampf in Pamplona. Richtig. Das ist typisch für Pamplona, das sieht man hier jetzt. Das ist also der Stier, der irgendwie die Menschen umbringt oder umgekehrt. Mhm. Und John, der ja sehr Internet, eine gewisse Internetnähe hat, hat dann beschlossen, dass er essen gehen möchte. Genau. Wo wir wieder beim Thema Essen wären. Wo wir immer essen. Und hat was in sein Handy eingegeben? Best Tapas. Best Tapas. Best Tapas Restaurant. Hat dann original, und er hat es nicht eingegeben. Er hat das dann also mit Google Spracherkennung. Ja, da sehen wir es. Best Tapas. Mhm. Und das ist das nächste dann, wo wir wieder beim Essen sind, wo wir jetzt Best Tapas essen. Genau, und die waren echt super. Das war gut. Das stand, also da hat sich in dem Fall Google nicht getäuscht. Nee. Gut, das war die Reise. Das war Pamplona. Da war jetzt aber...
dann kam lange nichts mehr bis Oktober. Ja, dann fing das Semester an. Genau, dann mussten wir nochmal arbeiten. Und dann kam... Hongkong schon? Jetzt müsste der Apple Store kommen. Ja. Jetzt kommt der Apple Store, das ist der bekannte Apple Store in Hongkong. Ja. Wunderbar, sieht total gut aus. Mhm. Und da ging es primär ums MBA-Programm, aber was das Interessante war, war auch die Studentenrevolution dort. Richtig, ja. Die Regenschirmrevolution, die war wirklich interessant. Wir haben eine Postkarte dazu. Wo haben wir? Ja, da ist die kleine Postkarte. Da ist noch eine Postkarte, die gehört zur Regenbogenrevolution. Und vielleicht klicken wir die nächsten Fotos einfach mal durch, wie sie kommen, und lassen sie gleich auf dem Screen dann. Ja. Wenn wir mal kurz aufs nächste gehen. Ja, das war das Hauptplakat, das man auch jetzt vor kurzem gesehen hat, wie dann doch alles geräumt wurde. Richtig, ja, die haben jetzt letzte Woche alles abgebaut. Da hat man gesehen, wie auch dieses Plakat abgebaut wurde. Mm. You may say I'm not a... Mm-hmm. Ja, I'm not a dreamer, I'm not the only one, steht dort letztlich drauf. Ja. Und was interessant war an der ganzen Geschichte, wenn man das der Reihe nach mal durchgeht, ist erstens mal diese Logo-Idee. Ja. Die Logo-Idee, dass man also tatsächlich alles mit diesem Regenschirm gemacht hat. Mhm. Weil auf den ersten Dingen hat es ja dort damals geregnet. Mhm. Das war das eine. Mhm. Das Logo. Auch der Slogan, der natürlich schön dazugehört. Ja. Dann, was mich damals wirklich beeindruckt hat, war die Idee, wie organisiert die das machen. Ja, in Reihe und Glied. In Reihe und Glied, mit Plakaten, mit Schildern, was man alles nicht machen darf. Ja. Kann man vielleicht auch nochmal die nächsten genau hier zeigen. Hier sieht man also, man darf nicht trinken oder irgendetwas. Dann gab es noch eins für Mülltrennung. Ja. Was ich nicht ganz verstehe, ist, was das Rechte bedeutet. Kein Schleifchen? Kein Schleifchen. Ich weiß nicht, warum ich kein Schleifchen haben darf, aber... das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich auch nicht. Das nächste Foto, wenn wir eins weitergehen, dann ist das offizielle Logo, was ich da quasi für uns gemacht habe, mich mit Regenschirm. Ja. Schön, damit man noch so sieht, dass sie da waren. Dass man sieht, dass wir dort waren. Das nächste Bild, wenn wir eins weiterklicken direkt, ist ein Bild, wo man den ganzen Organisationsaufwand sieht, der dahinter getrieben wird. Oh, Wahnsinn. Was man auch auf den Fernsehfotos nie gesehen hat, ist, wie groß diese ganze Demonstration eigentlich war. Das waren nicht nur irgendwie zwei, drei Ecken, die so symbolisch besetzt wurden. Das war wirklich eine ganze Situation, wo ganze Straßenzüge besetzt waren. Das sieht man hier sehr schön auf dem nächsten Bild, wo wirklich dann, und das ist also der Hauptfinanzdistrikt gewesen, also das sind die ganzen großen Banken. Mhm. Quer dort hinten sieht man auch, wo die Straßenbahn eigentlich fährt. Ja. Die darf nicht durchfahren, das heißt, die haben die komplette Straßenbahn lahmgelegt. Unglaublich. Und so weiter. Also die haben sehr, sehr viel dort gemacht, sehr organisiert. Tagsüber war es manchmal leer, weil da waren die Studenten in den Vorlesungen, ganz brav. Mhm. Da haben die während dieser Zeit nicht Angriffspakt geschlossen mit der Polizei. Mhm. Und abends wurde dann wieder in die Zelte gegangen. Gestreikt. Dann gab es so Schildchen wie, also rauchen darf man auch nicht. Das war also das nächste Schildchen dann. Ja. Und dann sind sie irgendwann wieder alle in ihre Zelte reingekrabbelt. Ja. Fein säuberlich organisiert. Zwischendrin sind tagsüber dann Räumkommandos gekommen, die dann also Abfall weggeräumt haben und sonstiges. Aufgeräumt haben. Und abends war alles dann sorgsam. Mhm. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass sie sogar nach Farben sortiert haben, wenn man aufs nächste Foto mal geht. Ja. Die waren also sowas von strukturiert. Die blauen, die orangen, die roten. Es war also einheitlich, dann gab es ganz klare Ideen, was in so einem Zelt so drin ist, wo die Wasserflasche steht und alles. Es war beeindruckend. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Was auch wichtig war, wenn wir nochmal eins weitergehen, ist nicht nur dieser Slogan, der dahinter steht, sondern wirklich die weitergehende Botschaft, die dahinter ist. Ja, wenn man sich das anguckt, Hongkong Democracy Now, die haben das ganz geschickt gemacht. Die haben im Wesentlichen das Wort Democracy eigentlich nur auf einen Teilaspekt der Bürgermeisterwahl bezogen. Mhm. Ja, so war das eigentlich eine harmlose Geschichte. Es ging ja nur um die Erstellung der ersten Wahlvorschläge für eine erste Wahlliste. Mhm. Haben aber dann sukzessive das Wort Demokratie immer mehr in den Mittelpunkt gezogen. Mhm. Mhm. Und ich finde bei der ganzen Diskussion, die wir auch hier manchmal führen, es ist schon beeindruckend, in welcher Intensität die das gemacht haben. Mhm. Also die Studenten, ich stelle mir mal vor, bei uns ist das wirklich schon toll. Wir haben bei uns eine Situation, wo wir jetzt einmal gut 24 Stunden was im Audimax gehabt haben. Mhm. Aber eine ganz andere Variante wäre, wenn unsere Studenten so eine Zeltstadt aufbauen würden. Ja, ich stelle mir das vor, auf der Stadtautobahn oder vorm Landtag. Ja, also das ist quasi ein offizieller Vorschlag. Ja. Ja. Wenn die Stadtautobahn dann wirklich zugebaut würde mit diesen Zelten. Das wäre doch mal eine Idee. Ja, die Autos alle nicht über die Stadtautobahn fahren können. Ja. Weil noch einmal, das, was ich da vorhin gezeigt habe, das Foto, war so etwas wie die Stadtautobahn. Mhm.
Das war nicht irgendwie am Parkplatz am Ende der Stadt. Das war eine Stadtautobahn. Also das wäre, glaube ich, etwas, mal gucken, wie lange die Zelte dort stehen bleiben. Vielleicht haben wir ja jetzt so einen kleinen Anstoß gesetzt, ja, da weiterzumachen. Ja, da hat ihr schon mal gefragt, was wir tun sollten. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Genau, wäre doch eine Variante. Gut, da war das ja fast schon um, aber dann kam noch eine Reise. Ja, Sie waren nochmal in Kolumbien. Kolumbien, richtig, da haben wir auch ein paar Fotos davon. Ja. Das erste Foto zeigt eigentlich nur den Weihnachtsmarkt, nach dem Motto, das sind also lauter bunte Glühlämpchen in einem Baum. Die hat man kurz gesehen, jetzt sieht man die nicht mehr, aber das ist auch egal, das sind lauter Glühlämpchen in dem Baum. Ja. Das ist aber nicht das Entscheidende gewesen. Also hauptentscheidend war die Idee, es waren Vorträge über Universitätsentwicklung. Also das war genau. Das war nicht die Glühlämpchen. Also wieder das Thema Uni. Es war Uni, das ist im Ausland ein hochinteressantes Thema, insbesondere auch Lernen von Dingen aus Deutschland. Oder wie man es nicht machen sollte. Das haben Sie jetzt gesagt, aber, aber das steckt dahinter. Ja. So gesehen ist das etwas, was auch... was immer weitergeht. Also das geht im nächsten Jahr wieder weiter. Mhm. Das ist ein Dauerbrenner. Was ich dort interessant fand, neben diesen Ideen, wie Universitäten organisiert wird, sieht man auf dem nächsten Foto. Da haben Studenten einen Weihnachtsbaum aufgebaut. Und das hätten wir auch bei uns machen sollen. Ich hatte es eh auch vorgeschlagen. Ein Weihnachtsbaum, wo alle Studenten kleine Zettelchen dranhängen, was die sich eigentlich von irgendwem wünschen. Weihnachtswünsche. Mhm. Weihnachtswünsche. Also wir erwarten von Frau Dr. Becker, dass sie noch nette bessere Klausuren. Noten gibt. Ja, dass sie also später anfängt, früher Schluss macht und solche Sachen. Mhm. Aber es waren teilweise auch wirklich Wünsche nach dem Motto, wir wollen mehr Professoren, wir wollen mehr Räume. Ja, eine bessere Ausstattung. Wir wollen eine bessere Ausstattung, wir wollen bessere Programme und so weiter. Es waren nicht alle Professoren darüber amused. Ich muss sagen, ich habe eine Professorin gesehen, die war ziemlich sauer, als sie dieses Zettel gesehen hat. Das geht gar nicht und das kann mich gar nicht treffen. Da war oftmals Zettel über sie, den sie gerade gelesen hat. Das Ganze in einer sehr... fast schon andächtigen, traditionellen alten Universität, wenn man weitergeht. Man das nächste Bild nimmt. Ja, ja, wenn man das nächste Bild weiter, das sind so die Höfe, wie die dort waren. Mhm. Die Universität ist fast 200 Jahre alt. Ja. Das ist eine ganz alte, die hat jetzt im nächsten und im nächsten Jahr 200 Jahre Feier. Feier, aha. Und der Präsident hat sich gleich vorgenommen, eine Strategie für die nächsten 200 Jahre zu machen. Also das ist so die, langfristig gedacht. Die langfristige Planung, wie das Ganze gehört. Und wenn wir noch eins Foto direkt mal weitergehen, da ist ein Foto, das ist falsch reingerutscht. Das ist nochmal der Regenschirm. Ist nochmal der Regenschirm. Und das Foto ist aus einem ganz einfachen Grund drin. Nochmal Foto bitte lassen. Das sind die gleichen Plakate, die sind aber an der Universität. Mhm. Wir sind wieder in Hongkong, für die es nicht gemerkt haben. Wir sind wieder zurück in Hongkong. Bei den Regenschirmen. Und wenn man das Foto nochmal anguckt, das ist Teil der Universität. Mhm. Und das Schöne ist, dass das nicht nur die sehr, sehr vielen Studenten sind, die draußen demonstrieren, sondern die Universität macht dort mit. Mhm. Erstens sind die Plakate da und zweitens unterstützen die das wirklich. Da werden dort die Pakete gemacht, die Esspakete, die Schlafpakete, da werden die Schlafsäcke gemacht, da werden die Trinkflaschen produziert und so weiter. Mhm. Und diese Riesenmengen, die dort sind, werden von der gleichen Menge fast im Sinne eines Backoffice nochmal organisiert. Gestemmt, ja, super. Ich weiß nicht, haben wir noch ein Foto oder ist das jetzt schon Schluss mit den Fotos? Nee, das sind alle Fotos gewesen. Gut, dann ist ein Foto leider verloren gegangen, aber das macht doch nichts. Das war das Bild von dem Dekan. Ja. Es ist aber auf der Homepage drauf, für die, die auf der Homepage nachgucken sollen, wollen. Und das ist ein Foto, wo vor dem Dekanat mal die Wand beschmiert wurde. Mhm. Was heißt beschmiert? Sie wurde mit Graffiti besprayt. Und die Botschaft, die dort rauskam, war die Idee, wir wollen einen gerechten Dekan. Richtig, ja. Das ist eigentlich eine interessante Geschichte. Ich möchte auch nicht wissen, wie es bei uns passieren würde, wenn unsere Studenten eine Wand besprühen würden. Mhm. A, was würde passieren und B, wie lange würde das bleiben? Ja, richtig. Das heißt, wir lästern alle sehr stark über Demokratie in lateinamerikanischen Ländern. Ja. Das ist schon ein bisschen ausgeprägt, was dort teilweise stattfindet. Mhm. Ja, das heißt, wenn wir das so richtig sehen, haben wir das ganze Jahr nichts anderes gemacht als Bücher geschrieben und durch die Gegend gereist. Durch die Welt gereist. Gut, ich würde sagen, wir haben vieles erzählt. Wir haben noch vieles mehr hier. Also wir könnten noch vieles mehr erzählen. Also wir haben noch so viel, was hier ist. Also von Fleischvarianten aus São Paulo bis hin zu schönen Plakaten hier. Oder Baseball. Baseball haben wir noch. Es gibt aus Costa Rica, das war zwischendrin das auch noch. Das war Costa Rica, Costa Rica richtig. War auch noch drin. Ja. Da gibt es ein wunderschönes Plakat, das sollten wir irgendwo mal aufhängen. Das heißt Pura Vida. Und das ist Spanisch. Und drückt einen Zustand aus, wo eigentlich alles den Bach runtergeht. Mhm. Ja, also Auto geschrottet, Kredit gekündigt, Familie Job verloren, Job verloren, alles.
Aber ist eigentlich egal. Irgendwie leben wir doch lustig weiter. Genau, es geht immer weiter. Ja, Leben geht weiter, das ist pura vida. Das ist die Philosophie der Leute in Costa Rica. Eigentlich eine gute Idee. Nicht immer nur das Negative. Was sie auch sehr sympathisch macht. Ja, sehr. Und wir wollen jetzt auch nicht negativ schließen. Wir haben noch zwei Filme. Der eine Film ist nochmal von unseren Dekanen. Richtig. Und da müssen wir was dazu erzählen. Ja. Die Dekane bekommen von uns beiden Hausaufgaben. Richtig. Strategiepapiere. Mhm. Und falls für ihre Fakultäten. Für ihre Fakultäten. Die müssen Strategiepapiere ausfüllen. Mhm. Und für alle, die die lateinamerikanische Kultur kennen, ist es nicht überraschend, wie soll ich das jetzt neutral ausdrücken, dass nicht jede die Hausaufgaben gemacht hat. Nicht immer. Kann man das so ausdrücken? Ja, oder nicht vollständig oder ja. Und jeder, der uns beide ein bisschen kennt, weiß, dass wir das nicht einfach auf sich beruhen lassen. Mhm. Und wir haben die dann strafversetzt. Die mussten dann an einen Tisch und mussten die Sachen schreiben. Und die anderen durften lustig mit uns lustige Spielchen machen. Mhm. Und Filme filmen. Und Filme filmen. Dann haben die den Film auch gemacht. Und dann gab es am Schluss noch einen kleinen Film, den zeigen wir noch, bevor wir noch den Weihnachtsmarktfilm als Ausklang noch bringen. Genau. Und der Film geht um die Logik. Wenn man in dem Kurs von uns beiden drinnen ist, möge man doch bitte das Strategiepapier ja produzieren. Weil wenn man es nicht produziert, wird man strafversetzt. Hat man ein Problem. Und dazu gibt es einen Film. One, two, three. If you miss the best of it, you got your man. If you miss the best of it, you got your man. Don't forget to write the goals. Don't forget to write the goals. I'm convinced that I will write you not the shots. If you want to go to the scenes, you'll be right. If you want. Dann würde ich sagen, beschließen wir dieses Jahr damit. Das erfolgreiche Jahr. Das erfolgreiche Jahr. Also für all die Zukunft, wir haben zwischendrin noch Vorlesungen gemacht. Also wir haben zwischendrin schon noch gearbeitet. Natürlich. Aber ein paar schöne die Bücher. Die nächsten Projekte vorbereitet. Es gibt schöne Projekte für nächstes Jahr wieder. Richtig. Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Genau. Wir haben uns schon überlegt, wir bringen erstmal die Sachen, die im nächsten Jahr stattfinden, aber dann wäre die Sendung damit schon aus. Ja. Nee, wir haben so viele Ideen, die zeigen wir dann nächstes Jahr in der Weihnachtssendung. Ja, damit verabschieden wir uns ganz offiziell von allen unseren Zuschauern und Zuschauerinnen und haben noch einen kleinen Film am Schluss. Und der kleine Film ist noch von einem alternativen Weihnachtsmarkt aus dem Saarland. Wir verabschieden uns. Tschüss, bis nächstes Jahr. Schöne Weihnachten. Tschüss. Vivo e.V. hat am 6. Dezember einen Weihnachtsmarkt der besonderen Art im Nauwieser Viertel organisiert. Neben zahlreichen Ständen mit handgefertigten saarländischen Produkten konnten sich die Besucher auch an selbstgemachten Glühwein, Quiche und Kuchen erfreuen. Der Erlös des ersten alternativen Weihnachtsmarkts in Saarbrücken geht zu 100% an verschiedene soziale Projekte, die Vivo e.V. weltweit unterstützt. OrgaTV hat die Mitbegründerin Selina Fries interviewt.
Vivo e.V. ist ein Verein, der sich vor 3 Jahren gegründet hat. Wir sind einfach nur ein großer Freundeskreis, der sehr, sehr gerne reist, haben auf unseren Reisen in den vergangenen Jahren ganz, ganz viele Leute kennenlernen dürfen, denen es wesentlich schlechter geht als uns und gesagt, ey, lass mal was machen. Wir haben keine Lust auf irgendwelche leeren Briefkastenkontos, nur Geld zu überweisen. Wir wollen gerne selbst was machen. Alles, was wir heute erwirtschaften, fließt in die Vivo-Projekte. Wir behalten gar nichts für Spenden, alles. Jetzt aktuell haben wir Hilfe und Unterstützung für eine Kindertagesstätte in Kapstadt, Südafrika. Und gleichzeitig auch Unterstützung in Peru, um dort einen Spielplatz bauen zu können. Auch für einen Kindergarten und eine Schule. Alles gemeinnützige Projekte. Und das ist das, was Vivo aktuell begleitet und auch unterstützt. Wenn auch ihr Vivo e.V. unterstützen wollt, klickt euch einfach durch auf www.vivo-world.com.